Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Far Cry 3. In der letzten Folge haben wir Willy befreit. Ne, Moment, Willy. Glaube ich, Bescheid. Oscar, glaube ich, hieß unser Freund. Genau dem haben wir befreit und haben jetzt eventuell einen Hinweis zu einem weiteren Freund von uns. Und dafür müssen wir dieses Boot hier infiltrieren, was von Vars eingekassiert wurde, weil der den Standel vom Dolch anscheinend kennt. Und den müssen wir jetzt finden, um einen Auftragskiller den Dolch zu bringen, der einen unserer Freunde hat, gekauft hat. Und ich glaube tatsächlich, dass die Entscheidung hier, die wir hier treffen werden, eventuell unser Ende vorausbeschwören wird, denn es ist ja so, dass Citra den Ding auch haben will. Den Dolch. Piraten sind auf dem Schiff. Und ich glaube, je nachdem, wie wir dem Dolch geben, umso das entscheidet, was für ein Ende wir kriegen. Ich fange gerade erst an, ich so. Wir müssen hier runter, oder? So. Da kommt jemand von oben? Das kann doch nicht sein. Oder auch nicht. Dann war es der hier. Der hin. Ich will dein Blut sehen. Kumpel. Komm doch, komm nur raus. Wenn du dich traust, schon wieder? Ich finde dich sowieso. Ich ramm dich. Dann läuft einfach an mir vorbei, der Typ. Alles klar. Naja. Wie viele Draufgänger sind denn bitte hier? Ich finde den Laptop im Frachtraum der Nostalgie. So. Was hat hier anscheinend extrem viele Leute? Hier. So, Alter, Bro. Gott, Alter. Gleiche Plünder, was hat der denn dabei? Alter Gott. Weil der Typ ist ja bepanzert gewesen und das war der letzte. Ja gut, wir haben sowieso keine Muni mehr. Bestimmt finde ich das Versteck des Dolches auf dem Computer. Na bitte. Der Kompass muss wichtig sein. Vielleicht führt er mich zu dem Dolch. Okay. Schneller, du Scheißding! Ist das ein Witz? Checkpoint erreicht, okay. Durch. Gut.
Okay, jetzt noch Piraten kommen, ne? Das wird nicht lange halten. Wie lang? Ja, einfach hier lang. Da kommt das Wasser schon wieder raus. Ah, hier. Der Bro, was haben wir nur gemacht? Okay. Gut, hier. Bro, what the fuck ist das denn für ein Typ? Okay. Einfach hier raus. Hier hinter. Da lang. Okay. What the fuck? Komm, Jason, nach oben. Das war ein Fehler hier, weil hier ist ein Hai. Kriegen wir jetzt schon wieder eine Vision oder so? Na, da haben wir ja. Jace. Raus aus den Federn. Den Auftragskiller, der unseren Freund hat. Ja, der Wald ist schön dunkel und tief. Aber steh endlich auf. Na los. Na bitte. Hast du meinen Schatz schon? Er war nicht auf dem Boot. Oh, Jason. Keith wird das aber gar nicht freuen. Es ging ihm nicht gut, als ich ihn zuletzt sah. Warum sagst du mir das? Ich weiß nicht. Konversation, mein lieber, Unterhaltung. War da nicht auch ein Kompass? Exzellent, sehr gut. Die Daten sagen, folge dem Kompass. Oh, danke für die Hilfe. Jederzeit. Nun, den Rest kriegst du sicher allein hin. Keith braucht mich. Okay? Adios. Okay, ein Stück Vergangenheit. Aha, was haben wir denn da? Da ist noch ein Ding. Ja, geh mal zur... zum Turm, dass wir das Gebiet kriegen. Ohne Gebiet gehe ich hier nicht rum. Vielleicht finde ich auch Ziegen unterwegs oder so, damit ich endlich mal die zweite Waffe haben kann. Wo ist denn hier der Alarm? Ist da. Immer da ein Bär. Gut. So. Wo ist denn der letzte? Ach, das war der schon. Ja moin, der Bär hat die ganze Arbeit für mich erlegt. Okay. Boah, danke. Jetzt muss ich aber hier rein und mir meine Muni wieder kaufen. Erstmal eine Memory Card nehmen. Um Munition kaufen. Wäre toll, wenn man sich ein paar Tiere auch kaufen könnte oder so. Felle oder so. Weil ich weiß nicht, wo die Ziege herkriegen soll. Um den Pfad des Kriegers weiter zu beschreiten, sieh dir die Aufträge an der Aushangtafel an. Hilfe werden die Piraten alle. Gut, hier hoch.
Gut, hier lang. Ich glaube, ich habe gerade einen meiner Kumpels angefahren, deswegen waren die so pisst auf mich gerade, oder? So. Hier lang. Einfach diesem Weg folgen. So. Okay, wir sind fast oben. Naja, dann laufen wir das gute Stück jetzt noch. Ich wollte halt dem Wagen ausweichen und bin jetzt halt hier gelandet. Naja, es sind nicht mehr so viele Meter bis zum Turm hoch. 60 noch. Und es ist ja gleich da. So. Erster Punkt um. Hier hoch. Hier rüber. Und hier hoch, Bro, what? Hier hoch. Und wir dürften oben sein. Jetzt dürfen wir gleich das Gebiet haben. Jason, du bist schon irgendwie ein Tier. Für das, dass du eigentlich nur ein Stadtjunge bist, kannst du extrem krank klettern hier. Und mit Waffen umgehen eigentlich auch. So, irgendjemand hat gerade geschrien. Ist mir aber auch gerade egal, wer. Hier drüben. Und Karte freigeschaltet. Okay, da ist irgendeine Herausforderung. Hier wohnt einfach jemand. Und da ist ein leerstehendes Haus. Ach, der Bär hat die platt gemacht. Ich glaube, das ist eigentlich hier die einzige Ding, wo ich runter kann. Okay. Da ist eine Aufgabe hier. Was ist mit der Musik gerade hier los? Habe ich irgendeine Schnellreise? Ja, ich kann den Punkt hier nehmen und mit dem Fahrzeug hinterfahren. Machen wir es so. So. Einfach losfahren, hier. Aus dem Weg fahren, nicht, dass ich schon wieder Leute auf mich aggro mache. Brauche ich nicht so oft. Dann gehen wir jetzt einfach hier hinter. Und schauen, dass wir diesen Dolch finden, weil ich glaube, das ist tatsächlich dann die letzte Mission oder so. Moin. Was soll denn das? Wenn du wusstest, wo ich hin muss, warum hast du nichts gesagt? Jason,
Nun mach dir mal nicht gleich ins Hemd. Ich spiele dein Scheißspiel nicht. Ich bin nur Zuschauer hier. Aber ich erwarte eine gute Show. Geh mir aus dem Weg. Nö. Zuerst eine kleine Geschichtslektion. Klar? Kann ich anfangen? Dann hör mir gut zu. Also, betrachte diesmal als monumentale Verkörperung der Ironie. Die Scheißjapse, ja? Die hatten diese Spezialeinheit für, du weißt schon, die Suche nach Schätzen und Reichtümern. Aber die Wichser merkten nicht, dass sie genau über dem Scheißdreck bauten, den sie suchten. Na los, frag schon, wonach haben sie gesucht, Buck? Nein. Dafür sollte ich dich prügeln. Ganz ehrlich. Aber weißt du was? Dann wird Keith geprügelt. Sie suchten die Chao Fucking Gang. Das Flaggschiff, das diesem berühmten chinesischen General gehörte, Zheng Yi. Aber das Scheißding, es ist einfach verschwunden. Mit allen Reichtümern an Bord und mit, jawohl, meinem Scheißdeutsch. Das war's. Pass auf dich auf, ja? Geschichtsstunde beendet. Okay. Ich werde den Hurensohn umbringen. Das machen wir danach. Das machen wir danach, lieber Jason. Erstmal suchen wir den Dolch. Wenn wir ihn übergeben, legen wir ihn um, nachdem wir unseren Freund haben. Die haben sich hier ausgetobt. Irgendwo soll eine Schlange sein, glaube ich, höre ich. What the fuck, ey? Das ist jetzt so eine Art Labyrinth oder was? Checkpoint erreicht. Muss hier runter, echt jetzt? Hier raus. Müssen wir echt sagen, dass hier auch Piraten sind? Es ist echt gruselig hier. Mann, ich kann das echt gar nicht ab. Scheiß Rebellen. Die scheiß Insel behalten. Hast du bitte die Fresse halten? Okay. Muss hier irgendwie hoch. Wie komme ich da drüben hoch? Okay, ich muss halt schauen, wie ich da hochkomme. Du wirst sterben! Hörst du mich? Gott, hier. Wo muss ich denn lang? Er ist über mir. Okay. Ja. Gut. Warum sind die jetzt Piraten? Okay, dann los. Finde den Höhleneingang.
Straße das gerade. Los, mach schneller! Alter, echt jetzt, Bro, warum muss ich gegen so viele Leute hier kämpfen? Schau! Knallt das Schwein! Alter, komm, echt jetzt, Bro, what the fuck? Wieso sind auf einmal hier oben Leute? Also einfach Granate ins Eck schmeißen, verstanden. Wir suchen also nach einem japanischen Messer. Man merkt jetzt mal. Ach du Scheiße! Wir warten auf! Da, ja, bitte, Kopfschuss. Gut. Wo ist der letzte? Haben wir alle. Ja, scheinbar hat die Granate gut geholfen. Benutzen. Moinsen. Die chinesischen Ruinen. Alter, Bro, what the fuck, ey. What the fuck. Ah, die Schlange ist also jetzt dadurch down. Alter, what the fuck macht hier ein Krokodil im... Ja, gut, ist in dem Wasser. Okay. Warum sind wir jetzt eigentlich Höhlenforscher? Okay, Jason, denk an Indy. Das Siegel kann ich sicher drücken. Hat funktioniert! Alter, Bro, was machen wir hier gerade? Alter, nee. Egal, wenn wir den Dolch geben, das wird bestimmt irgendwas auslösen. Ich muss bestimmt auf den Vorsprung. Zwei Schalter, einfach. So. Was macht der Schalter hier? Geht der auch nach der Hälfte nicht mehr runter? Die Stange sieht verrottet aus. Okay, jetzt können wir da drüben wahrscheinlich durch. Naja. What the fuck? Eins. Das sollte funktionieren. Nein. Ah, wird schon passen. Gut. Jetzt sollten wir hier hochkommen, was? Dass ausgerechnet so viel Wasser hier drin ist, dass wir da hochkommen. Wäre es schon erstaunlich. Tritt die Schatzkammer. Das, wonach ich suche? Scheiße!
zu erhalten. Ja, geh mal raus. Finde einen Ausgang, bevor alles einstürzt. Okay, schön langsam. Okay, what? Ist hier gerade tatsächlich eine Stadt unter mir? Naja. Findest du mich immer? Ich weiß. Du hinterlässt eine Spur menschlicher Brotkrumen. Helen fucking Keller könnte dir folgen. Die Leichen sind mir egal. Kommst du hoch? Komm, gib mir die Hand. Ich hab deinen Dolch nicht, okay? Nein, 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 nein. Jason, das ist nicht okay. Es ist nur ein scheiß Dolch, um den ich dich bitte, aber du bist viel zu faul, zu inkompetent, ihn zu finden. Spielst zu viele Spiele, hä? Na, fein. Ich spiele einfach noch eine Runde. Bitte ich mit Keith. Ich habe nur diesen Ring gefunden. Ich wette, er passt auf den Kompass. Ich weiß nicht. Steck ihn mal dran. Das Ding ist echt verhext. Mein Herz bebt vor Vorfreude. Ich sehe dich dann, Jace. Du weißt, wo ich hingehen soll, oder? Nee, du. Aber ich kenne dein Ziel. Bro, what the fuck sind das da für Sachen? Unten an den Docks. Naja, wo muss ich denn hin? Komm, schon wieder ein neues Gebiet. Kann ich irgendwie Schnellreise in der Nähe machen? Ich hätte den vielleicht machen sollen. Da bin ich tatsächlich selber näher dran. Muss nur unterwegs irgendwas passendes finden mit dem Fahrzeug oder so. Der Turm ist in 830 Metern. Naja, ich muss aber jetzt auch ein bisschen Weg laufen, weil sonst komme ich nie und nimmer auf meinem Ziel an. Könnt ihr mich mitnehmen, Jungs? Jungs? Natürlich nicht. Mann. Ah, da ist ja ein Fahrzeug. Geil. Geil. So. Hier rüber müssen wir. 600 Meter noch. Ich folge einfach mal dem unteren Weg hier. Ja, der obere Weg ist sowieso mit Kief. So. Ne, Kief suchen wir ja. Mit dem anderen Typen, unseren lieben Sterienkiller. Ne, Auftragskiller. So, wir müssen irgendwie schauen, dass wir hier einen Weg finden auf die Seite rüber. So. Keine 300 Meter mehr. So, dem Weg hier einfach folgen. Und dem geradeaus jetzt. Da ist er ja, der Turm. So. Mitnehmen. So. 34 Meter noch. So. Jetzt bin ich zu weit nach vorne gegangen. Klettern. Okay.
Okay, da unten stehen jetzt Leute. Warum? Würden die mich finden, wenn ich die jetzt abballer? Okay, hier ist also der Funkturm extrem. Kaputt. Riech mit Bug, ich weiß schon, der große Schatz. Das heißt, wir finden nächste Folge den Dolch, ja? Die Frage ist, wie lange geht das Let's Play noch nach dem Dolch? Weil der Dolch scheint extrem wichtig zu sein für Citra. Und wenn wir alle Leute haben, dann können wir von der Insel verschwinden. Naja, je nachdem. Werden wir dann sehen. So. Interagieren. Okay, da ist eine Höhle im Wasser. Volle Leistung. Aktiviere neuen Funktürme. Wo geht's nach unten? Hier. Ach, die Hälfte. Moment, die Hälfte? Fahrzeug. Oder auch nicht. Gut, dann würde ich sagen, ich beende die Folge hier. Vielen Dank fürs Zuschauen und in der nächsten Folge finden wir vielleicht schon den Dolch. Ciao. Euer Gladius.